Wandertipp in der Hohen Mark ist die Etappe vom Bahnhof Lembeck mit den beiden Highlights. Einmal zum Hof Punzmann, biologische Station, und bis zum Galgenberg. Ist eine leichte Wanderung mit rund 10 Kilometern mit einem wunderbaren Ausblick, der einen belohnt dann für den Ausflug ins Grüne. Ja, wir sind hier in der Hohen Mark, ein Waldgebiet im nördlichen Ruhrgebiet, Namensgeber auch für den Naturpark Hohen Mark. Der Hohe Marksteig hatte sich damals zum Ziel gesetzt, ein qualifizierter Wanderweg zu werden. Und das haben wir geschafft im Jahr 2021. Vom Deutschen Wanderverband haben wir das Zertifikat bekommen, Qualitätswanderweg von 140 Kilometern. Wir sind hier an einer Station des Hohen Marksteigs am Hof Punzmann in Dorsten. Das ist ein wunderbarer Ort zum Verweilen. Wir haben einen wunderschönen Naturgarten. Der Hof Punzmann insgesamt gehört dem Regionalverband Ruhr und hier sind auch seine Ranger ansässig. Die Ranger sind unter anderem dafür zuständig, dass in den Naturschutzgebieten Leute nicht grillen, nicht rauchen. Die Ranger bieten aber von hier aus dann auch Führungen an, fachkundliche Führungen, aber auch sehr schöne, zum Beispiel eine Fackelwanderung durch die Hohe Mark. Im Naturpark Hohe Mark gibt es 7 Perspektivwechselorte. Das sind Orte, die durch Besonderheiten geprägt sind. Zum Beispiel besondere Einblicke in den Natur- und Landschaftsraum, Ausblicke wie hier am Feuerwachturm Galgenberg, wo man wirklich über den Baumwipfeln den Blick schweifen lassen kann. Wir informieren die Wandernden und Besucherinnen an den Perspektivwechselorten über zum Beispiel Stelen, wo man über eine Audiodatei sich nochmal weiter informieren kann. Wo befindet man sich und was ist eigentlich das Besondere des Ortes?